Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns in diesem Lernvideo gemeinsam die indirekte Proportionalität anhand eines Motivationsbeispiels an. Die indirekte Proportionalität ist neben der direkten Proportionalität eine zweite Möglichkeit, wie jetzt eine Zuordnung charakterisiert werden kann. Im Gegensatz zur direkten Proportionalität gibt es hier bei der indirekten Proportionalität keine lineare Funktion, keine Gerade, in der jetzt zwei verschiedene Größen miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Wir kommen hier auf eine andere Form der Darstellung und auch auf eine andere Faustregel im Gegensatz zur direkten Proportionalität. Zu Beginn habe ich dir wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Lernziele wir gemeinsam haben. Ganz wichtig zu Beginn ist, dass du grundsätzlich wieder von den Zuordnungen ausgehst, dass du hier bei den Möglichkeiten auch kennst, wie jetzt eine Zuordnung auch dargestellt werden kann, durch ein Diagramm, durch ein Pfeildiagramm, durch eine Zuordnungstabelle, durch eine grafische Veranschaulichung im Koordinatensystem und durch eine Zuordnungsvorschrift. Diese vier Möglichkeiten kennzeichnen eine Zuordnung. Ganz wichtig ist dann auch wieder, dass du den Begriff der Zuordnung noch einmal definieren kannst, wiederholst und natürlich auch, dass du weißt, dass zwei Größen durch eine Zuordnungsvorschrift miteinander verglichen werden können. Aufbauend auf diesen beiden Vorkenntnissen brauchen wir dann aber auch die Eigenschaften und die mathematischen Formeln der direkten Proportionalität, also alle Eigenschaften, die wir in den letzten vorhergehenden Videos uns erarbeitet haben. Schau dir bei Bedarf nochmals dazu die direkte Proportionalität mit ihren Eigenschaften und ihrer grafischen Veranschaulichung an. Welche Lernziele haben wir gemeinsam in diesem Video? Und zwar, dass du vor allem die indirekte Proportionalität als zweite Möglichkeit, wie jetzt eine Zuordnung charakterisiert werden kann, durch ein Alltagsbeispiel oder in einem Alltagsbeispiel durch bestimmte Eigenschaften in der Tabelle und im Koordinatensystem erkennen kannst. Das heißt, auch hier gibt es bestimmte Eigenschaften, anhand derer die indirekte Proportionalität schnell identifiziert werden kann. Und natürlich ganz wichtig ist auch, dass du die indirekte Proportionalität anhand einer Faustregel kennenlernst, dass die indirekte Proportionalität auch durch eine Formel, durch eine Faustregel hergeleitet werden kann und die auch immer für die indirekte Proportionalität herangezogen werden kann. Zu Beginn der indirekten Proportionalität möchte ich mit dir in diesem Lernvideo ein Motivationsbeispiel machen, und zwar als Einstieg. Dazu nimm dir jetzt nun dein Arbeitsblatt heraus, wo wir gemeinsam nun dieses Motivationsbeispiel ganz oben am zweiten Zettel dieses Arbeitsblattes gemeinsam anschauen werden. Du fährst mit konstanter Geschwindigkeit eine Rennstrecke mit einer Länge von 100 Meter. Das heißt, du mit einem Rad oder mit dem Auto eine Rennstrecke, fährst du eine 100 Meter lange Strecke, um nach t Sekunden das Ziel zu erreichen, musst du mit Geschwindigkeit v fahren. Das heißt, du hast eine 100 Meter lange Strecke, du beginnst beim Start und ein Ziel ist in 100 Meter Entfernung. Um jetzt grundsätzlich nach t Sekunden, beispielsweise nach 10 Sekunden das Ziel zu erreichen, brauchst du jetzt eine konstante Geschwindigkeit von v. Wenn du jetzt nach 20 Sekunden das Ziel erreichen möchtest, dann brauchst du auch eine konstante Geschwindigkeit, die jetzt beispielsweise mit v1 gekennzeichnet ist. Wenn du nach 5 Sekunden schon das Ziel erreichen möchtest, dann brauchst du eine andere konstante Geschwindigkeit. Und dazu ist unsere erste Aufgabe nun, dass wir die Wertetabelle auch ausfüllen. Oben in der oberen Zeile hast du t in Sekunden und in der unteren Zeile hast du v, die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Wenn du jetzt nun nach 10, also 10 Sekunden das Ziel erreichen möchtest, dann brauchst du eine Geschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde. Denn grundsätzlich, wenn du 10 Meter pro Sekunde fährst und das 10 Sekunden lang, dann bekommst oder hast du nach 100 Meter dein Ziel erreicht. Das heißt, oben multipliziere ich jetzt
bei meiner anderen Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Sekunden habe oder wenn ich nach 20 Sekunden das Ziel erreichen möchte, dann brauche ich grundsätzlich länger. Und was heißt das für meine Geschwindigkeit? In unserer Alltagserfahrung ist dann klar, dass die Geschwindigkeit weniger sein muss. Das heißt, dass ich langsamer fahren muss, um jetzt erst nach 20 Sekunden das Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt nach 20 Sekunden das Ziel erreichen möchte, dann muss ich, wenn ich jetzt 20 mit einer Zahl multiplizieren muss, um 100 zu erreichen, dann brauche ich natürlich nur 5 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit. Denn wenn ich 5 Meter pro Sekunde zurücklege und ich fahre 20 Sekunden, dann habe ich insgesamt 20 mal 5, 100 Meter zurückgelegt. Insgesamt multipliziere ich oben mit 2 und unten dividiere ich jetzt aber durch 2, also ich führe genau die entgegengesetzte Rechenoperation zu multiplizieren aus und das wäre das Dividieren. Wenn ich jetzt oben durch 4 dividiere, wenn ich nach 5 Sekunden mein Ziel erreichen möchte, dann muss ich ja natürlich schneller fahren. Und in diesem Fall muss ich hier mit 20 Meter pro Sekunde fahren, denn wenn ich mit 20 Meter pro Sekunde fahre und ich fahre 5 Sekunden lang, dann habe ich auch die 100 Meter erreicht. Also oben dividiere ich jetzt bei den Sekunden durch 4. Unten muss ich jetzt mal 4 multiplizieren, also wiederum die entgegengesetzte Rechenoperation. Ich dividiere oben durch 4 und unten multipliziere ich mit 4. Wenn es mich nun interessiert, nach 15 Sekunden das Ziel zu erreichen, dann muss ich oben mit 3 multiplizieren. Und jetzt sehe ich schon, dass ich unten auch die entgegengesetzte Rechenoperation ausführen muss. Also ich muss hier durch 3 dividieren. Also erhalte ich hier insgesamt 20 durch 3 Meter pro Sekunde. Also immer die entgegengesetzte Rechenoperation muss ich ausführen, denn aus dem Alltag weiß ich, wenn ich mehr Sekunden an Zeit zur Verfügung habe, dann muss ich natürlich langsamer fahren. Wenn ich jetzt weniger Zeit brauchen möchte für die 100 Meter, dann muss ich natürlich schneller fahren. Also wenn ich oben mehr Sekunden brauchen darf, dann muss ich unten langsamer fahren. Also oben mehr, unten weniger. Also deswegen sind auch die beiden entgegengesetzten Rechenoperationen hier notwendig. Wenn ich jetzt nun 50 Meter pro Sekunde fahre, dann ist die Frage, nach wie vielen Sekunden erreiche ich dann meine 100 Meter? Ja, dann erreiche ich sie nach 2 Sekunden, denn wenn ich 50 Meter in der Sekunde zurücklege und ich fahre nicht nur 1 Sekunde, sondern 2 Sekunden, dann habe ich auch meine 100 Meter zurückgelegt. Du siehst also, dass hier im Grunde genommen diese Regel gilt, oben multiplizieren, unten dividieren, oben dividieren, unten multiplizieren. Je länger ich an Zeit brauchen darf, desto geringer meine Geschwindigkeit und je weniger ich an Zeit brauchen darf, desto schneller muss ich auch fahren. Das ist die Wertetabelle für diese Zuordnung. Die Zuordnung jeder Sekunde wird eine gewisse Geschwindigkeit zugeordnet, deswegen eine Zuordnung, die noch dazu eben dann auch als indirekt proportional auch gesehen wird. Wir schauen uns jetzt nun die zweite mögliche Darstellungsart der Zuordnung an, und zwar Eintrag ins Koordinatensystem. Wir zeichnen nun diese Wertepaare ins Koordinatensystem ein, 10, 10. Unten habe ich die Sekunden, also die x-Achse ist die Sekundenachse, die y-Achse ist die Geschwindigkeitsachse. Ich habe hier 10 Sekunden, 10 Meter pro Sekunde, 20 Sekunden, 5 Meter pro Sekunde, dann 5 und 20 habe ich hier,
15 20 Drittel und 2 und 50. Diese Werte. Und diese Werte, die liegen jetzt auf dieser Kurve oben. Und diese Kurve, die sich dadurch ergibt, nennen wir eine Hyperbel. Und zwar bei der Hyperbel ist es so, dass diese Kurve, dieser Graph, nie die x-Achse schneidet und auch nie die y-Achse schneidet. Und alle Punkte liegen also auf dieser Kurve, auf dieser Hyperbel oben. Und die ist auch kontinuierlich durchgehend, denn ich kann natürlich auch die Geschwindigkeit berechnen, die ich jetzt fahren muss, wenn ich beispielsweise nach 15,3 Sekunden im Ziel sein möchte oder nach 50,8 Sekunden im Ziel sein möchte. Wieder eine durchgehende Linie und du siehst also, wenn ich mehr Zeit in Anspruch nehmen darf, dass dann die Geschwindigkeit gemäß dieser Kurve, dieser Hyperbel auch abnimmt. Je schneller ich im Ziel sein möchte, also an Zeit her, desto schneller muss ich auch fahren, also desto höher ist auch meine Geschwindigkeit. Die Kurve nimmt also mit zunehmenden Sekunden ab, wenn ich weniger Sekunden zur Verfügung habe, dann wird sie steiler, dann brauche ich natürlich eine höhere Geschwindigkeit. Jetzt ist die Frage eben, die ich auch schon vorher eingebaut habe, diese Fragestellung, welche konstante Geschwindigkeit ist notwendig, wenn ich nach 4,2 Sekunden im Ziel sein möchte. Hierzu folgende Überlegung: Wir haben jetzt 100 Meter an Weg, die ich zurücklegen muss, und ich habe die 4,2 Sekunden und ich brauche jetzt die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ergibt sich immer als Quotient des Weges durch die Zeit. Ich habe 100 Meter an Weg zurückzulegen, 4,2 Sekunden darf ich brauchen. Damit ist die Geschwindigkeit insgesamt 100 Meter, also der Weg, durch die Zeit, durch die 4,2 Sekunden, und das wäre, wenn man es ausrechnet, 23,8 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn ich konstant mit meiner Geschwindigkeit 23,8 Meter pro Sekunde entlang des Weges fahre, dann erreiche ich nach 4,2 Sekunden das Ziel. Es ist hier etwas physikalisch, denn die Geschwindigkeit ergibt sich immer als Quotient des Weges durch die Zeit, und das 100 Meter durch 4,2 ergibt die 23,8 Meter pro Sekunde. Wir müssen nun also auch eine Formel aufstellen für V in Abhängigkeit von T. Wir können es aus dieser obrigen Formel bereits herleiten. Wenn wir jetzt eine beliebige Zeit gegeben haben, eine variable Zeit T, dann kann ich die Geschwindigkeit V berechnen, indem ich jetzt die 100, also diesen vorgegebenen Weg, durch mein T, meine Zeit dividiere, und damit habe ich genau diese Formel hier gefunden, mit der ich eine Geschwindigkeit berechnen kann, wenn ich eine vorgegebene Zeit habe und der Weg S stets konstant 100 Meter ist. Wenn ich natürlich eine 200 Meter lange Strecke zurücklege, dann brauche ich hier 200 durch T. Wenn ich eine 10 Meter lange Strecke zurücklege, dann habe ich hier 100 durch T. Und das ist diese physikalische Formel auch für die Geschwindigkeit Weg durch Zeit. Wir können also festhalten, dass die Geschwindigkeit V und die benötigte Zeit T entgegengerichtet sind, gegengesetzt sind. Denn je schneller ich fahre, desto weniger Zeit ist nötig. Also wenn ich beispielsweise weniger Zeit auch in Anspruch nehmen möchte, dann muss ich natürlich schneller fahren. Je mehr Zeit ich zur Verfügung habe, desto langsamer kann ich den Weg durchschreiten oder entlang fahren. Also das ist einmal unsere erste wichtige Erkenntnis. Je schneller ich fahre, desto weniger Zeit brauche ich. Je langsamer ich fahre, desto länger an Zeit brauche ich für diesen konstanten Weg, in diesem Fall von 100 Meter. Wenn wir uns das jetzt noch einmal uns vor Augen führen, dieses Beispiel, das haben wir jetzt bereits gelöst.
haben wir auch eingezeichnet im Koordinatensystem, haben wir durch eine Wertetabelle und durch eine Zuordnungsvorschrift auch konkret angegeben. Die Zuordnung, dass jeder Zeit auch eine Geschwindigkeit zugeordnet wird, die können wir durch die Wertetabelle, durch dieses Koordinatensystem und durch diese Zuordnungsvorschrift V gleich 100 durch T angeben und näher charakterisieren. Und ausgehend von diesem Beispiel jetzt wollen wir zu unserer Erkenntnis schlussendlich kommen. Wenn jetzt grundsätzlich eine Größe, in diesem Fall die Geschwindigkeit, dem K-fachen des Kehrwerts der anderen, der Kehrwert heißt immer, dass ich durch diese zweite Größe dividiere, in diesem Fall die Geschwindigkeit ist das K mal 1 durch Zeitfache. Also K in diesem Fall wäre die 100 Meter, diese konstante Weglänge. Und wenn ich dann durch die Zeit dividiere, wenn ich also so eine Formel hier gegeben habe, dass mit zunehmender Zeit ich weniger an Geschwindigkeit brauche, also ich durch T dividieren muss, so gilt, dass hier die benötigte Zeit t und die Geschwindigkeit v indirekt proportional zueinander sind. Wenn du dich erinnerst an die direkte Proportionalität, da haben wir, dass beispielsweise der Weg das k-fache der Zeit ist. In diesem Fall ist jetzt die Geschwindigkeit nicht das k-fache der Zeit, sondern das 1 durch Zeitfache mal k. Ja? Also K, das K-fache von 1 durch der Zeit. Wir haben hier also den Kehrwert im Spiel und nicht mehr das K-fache der Zeit, sondern das K-fache von 1 durch der Zeit. Also wir haben hier genau diese wichtige Formel, die uns die indirekte Proportionalität liefert. Wir können also jetzt nun festhalten, dass bei der indirekten Proportionalität es so abläuft, dass wir jetzt nicht mehr je mehr, desto mehr, also zum Beispiel je mehr Zeit vergeht, desto mehr Weg lege ich auch zurück, oder desto weniger Zeit vergeht, desto weniger Weg lege ich zurück. Nein, hier brauche ich eine andere Faustregel, und zwar, wenn ich jetzt mehr Zeit in Anspruch nehme, desto weniger Geschwindigkeit brauche ich, und je weniger Zeit ich zur Verfügung habe, desto schneller muss ich fahren, desto größer muss die Geschwindigkeit sein. Und anhand von dieser Faustregel, dass die Geschwindigkeit gleich das K-fache des Kehrwerts der anderen ist, folgt nun unsere zweite Möglichkeit, eine Zuordnung beschreiben zu können, dass eben die Geschwindigkeit und die benötigte Zeit t hier indirekt proportional zueinander sind. In unserem nächsten Lernvideo werden wir auch die indirekte Proportionalität mathematisch korrekt mit einer Faustregel, mit einer Formel, mit einem Produkt und mit einem Quotienten auch charakterisieren und hier auch sehen, dass nicht mehr der Quotient von zwei Werte, von einem Wertepaar hier konstant ist, sondern das Produkt hier bei der indirekten Proportionalität im Gegensatz zur direkten Proportionalität hier das Produkt von einem Wertepaar hier konstant ist. Das und mehr dazu noch im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bis bald.